große Ehre für Bad Gleichenberg. Der Kurort ist in diesem Jahr die Narrenhauptstadt der Steiermark. Das Narrenkartell Bad Gleichenberg hat mit seinen langjährigen Narrentätigkeiten diese Auszeichnung an Land gezogen. Und das zu Recht. Ja, man bewirbt sich, da gibt es den Bund österreichischer Faschingsgilden. Das ist die Vereinigung aller Faschingsgilden und da gibt es eine eigene Sektion in die Steiermark und die schreibt das aus. Wir haben uns beworben und wir waren sehr stolz, wir haben es per Anhieb bekommen. Wir sind jetzt Narrenhauptstadt bis Februar 2020. Das kann ja nicht jeder werden. Nicht? Und wir haben es uns, glaube ich, aufgrund unserer Verdienste der letzten Jahre erworben. Und da sind wir natürlich besonders stolz. Schön auch, dass das Wetter dann noch gehalten hat und dass so viele begeisterte Zuschauer gekommen sind. Mit einer großen Feier am Bad Gleichenberger Hauptplatz wurde die Übergabe der neuen Ortstafel für die närrische Zeit gefeiert. Dazu haben die Bad Gleichenberger Narren viele befreundete Gruppen und Faschingsgilden aus den Nachbarländern eingeladen. Nach dem Einmarsch mit dem Musikverein Bayerisch Kölldorf an der Spitze haben sich die Gruppen aus Deutschland, Slowenien, Kroatien und Ungarn den zahlreichen Zusehern präsentiert. Natürlich darf auch das erste Bad Gleichenberger Faschingsballett nicht fehlen. Wir wollten etwas, ein bisschen was Größeres machen und über die Kooperation auch mit der Rubanesia und mit Günter Gaber, die haben Urlaub gemacht in Opatia und haben gesagt, okay, wir wollen auch Gruppen von außerhalb hereinholen und in dieser Zusammenarbeit von mehreren Personen ist heute was Großes entstanden. Natürlich stellt die Narrenhauptstadt auch das Landesprinzenpaar. Das ehemalige Prinzenpaar übergab ihnen die Würde in Form eines Umhangs, der Krone und des Narrenhutes. Auf sie wartet in den kommenden Monaten viel Arbeit. Also wir werden symbolisch die Regentschaft über Bad Gleichenberg übernehmen. Das heißt, wir haben jetzt feierlich heute der Frau Bürgermeisterin den Schlüssel des Gemeindeamts abgenommen und werden somit in der Faschingszeit eben über Bad Gleichenberg regieren und werden eben versuchen, so den Fasching im ganzen Steiermark zu vertreten. Als wir erfahren haben, dass Bad Gleichenberg die neue Narrenhauptstadt geworden ist, haben wir natürlich uns sehr gefreut. Und der Gaber Günther ist natürlich ein Freund des Hauses bei uns und da haben wir mal so nachgefragt und dann haben wir die große Ehre verkündet gekriegt, dass wir das sein dürfen. Höhepunkt der Feier war der Sturm auf das Gemeindeamt. Nach der Verhaftung von Bürgermeisterin Christine Siegel übergab sie den Schlüssel an das Prinzenpaar. Ja, nicht ganz freiwillig habe ich den Schlüssel übergeben. Ich sage, ich wurde ja aufgefordert, dies zu tun oder mir wurde ja mehr oder weniger entwendet. Aber trotzdem denke ich mir einfach, das Prinzenpaar ist großartig, sind gebürtige Bad Gleichenberger und ich denke, die werden die Amtsgeschäfte in der fünften Jahreszeit sehr, sehr gut führen. Von den großartigen Darbietungen der Bad Gleichenberger Narren kann man sich bei den kommenden Faschingssitzungen überzeugen. Und wir haben heuer am 21. Februar, am 22. Februar und am 23. Februar 2020 in der Gleichenberghalle die großen Faschingssitzungen an drei Tagen. Wir sind sehr stolz drauf, wir haben ein tolles Programm. Heuer natürlich alles im Zeichen der Narrenhauptstadt. Und sagen Sie gleich, 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 gleich.